Heute zeige ich euch eines meiner Lieblingsgerichte. Und zwar das Cordon Bleu. Dazu brauche ich Feuerteufel, weil ich es gerne etwas rassig. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben hier einmal ein Stück Kalbshuft. Dann haben wir unseren Feuerteufel in Scheiben geschnitten. Den musst du nicht drinnen wegnehmen. Zur Ergänzung nehme ich gerne noch ein bisschen Wellenkäse rein, weil ich es einfach gerne, wenn der Käse wirklich schön rausläuft aus dem Cordon Bleu. Dann gehen wir hin, nehmen unsere Kalbshuft. Die Kalbshuft habe ich im Butterfleischschnitt geschnitten. Also das ist ein Fachsport, ein Schmetterlingsschnitt. Könnt ihr beim Metzger auch so bestellen. Ich tue es jetzt einmal zwischen zwei Vakuumsäcken. Wenn ihr zuhause keine Vakuumsäcke habt, könnt ihr auch ein Backpapier nehmen oder eine Klarsichtfolie und dann einfach ganz dünn ausklopfen. Dann tun wir ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern. Nehmen wir unseren Schinken, ich habe einen Bauernhammer genommen. Legen die ganze Fläche von der Kalbshuft aus. Legen dann den Feuerteufel drauf. Plus unsere kleine Farce, die ich geschnitten habe. In dieser Farce habe ich ein bisschen Cornichon, Petersilie und Frühlingszwiebeln fein gehackt. Das genaue Rezept dazu findet ihr wie gewöhnlich unten im Link. Dann kommt der Käse drauf. Wird ein bisschen flach gedruckt. Dann rollen wir das ein. Ein normales Cordon Bleu tun wir umklappen. Wir rollen es aber wirklich ein. Ziemlich satt. So, dann haben wir eine wunderbare Rolle. Et voilà. Und fertig ist es. Jetzt geht es zum Panieren. Wir tun es nochmal außen da ein bisschen salzen. Dann kommt der erste Teil, wie ihr das alle kennt, im Mehl. Schön rollen. Schaut wirklich, dass links und rechts wirklich zu ist, damit euch der Käse nicht weg kann. Ein bisschen abklopfen das Mehl. Dann schön ins frische Ei rein. Wichtig, frisches Ei. Es hebt einfach besser und es schmeckt viel besser. Und dann ins Paniermehl rein. Ich habe jetzt hier wirklich nur als Toastbrot genommen, die Rinde weggeschnitten und getrocknet. Ihr könnt natürlich auch fertiges Paniermehl kaufen. Wenn man das schön gerollt, überall schön paniert, schön zu, dann ist es eigentlich schon parat für die Pfanne. In unserer Pfanne haben wir schon geklärte Butter drin. Ihr könnt natürlich auch Schweineschmalz nehmen oder so. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil, aber geklärte Butter ist top. Schauen, dass die Pfanne schön heiß ist, legen das Cordon Bleu rein mit der Verschlussseite gegeben und dann das ganz langsam rundum ausbacken. So, wir haben unser Cordon Bleu ist jetzt rundum schön Farbe genommen. Das ist ganz wichtig, jetzt haben wir frische Butter drin. Wir müssen nicht sparen, ein bisschen Rosmarin. Und ihr seht, das schaumt wunderbar. Wir können einfach mit dem Löffel das Cordon Bleu mit der Butter übergießen. Dann drehen wir nochmal um. So. Das könnt ihr machen, bis die Butter kurz vorm Verbrennen ist. Eigentlich. Weil so könnt ihr eigentlich umgehen, dass ihr das Cordon Bleu im Backofen rein tun. Also ihr könnt es eigentlich in Butter rein fertig backen. Ihr könnt es auch im Backofen rein tun. Und tun es einfach für 10 Minuten bei 150 Grad Umluft auf die mittlere Rille. So. Cordon Bleu. Sozusagen fertig. Licht schnell auf das Papier setzen. Ein bisschen abfetten lassen. Der Käse läuft schon langsam raus. Bereit zum Servieren. So, ihr seht, wir haben ein wunderschönes Cordon Bleu. Der Käse läuft wunderbar raus. Eines meiner Lieblingsessen. Viel Spass beim Nachmachen. Geniesst es.